Gottes Willen. Leute, ich muss heute mit euch über was reden, was ich mir gestern angeschaut habe. Und das war der Film Nine Months mit Hugh Grant. Aber zuerst mal das Intro. Wer diesen wundertollen, coolen Film nicht kennt, Nine Months, also 9 Monate, es geht um ein Pärchen. Die Frau bekommt ein Kind, der Mann ahnt gar nichts davon, die Frau will es unbedingt behalten, der Mann gibt alles auf für sie. Ich glaube, da lasse ich mal das Murmeltier sprechen. Also, der Peter Fram, der hat ja schon viele schlechte Videos gebracht über Feminismus und dass der Mann immer der Dumme ist und so, aber Nine Months schießt echt für mich den Vogel ab. Also, der Mann soll am Anfang des Filmes sein Auto aufgeben, weil es nur einen Zweisitzer hat. Dann soll er seine Katze aufgeben, weil die angeblich dem Kind schaden würde. Am Anfang sagt er ja immer noch, ja, er gibt es nicht auf und er will nichts ändern und so, und dann bricht er halt doch irgendwie zusammen, weil sie ihn dann verlässt. Und der Film ist sowas von schlecht und sowas von männerfeindlich, würde ich sagen. Das ist der Hammer. Der Mann macht sich klein, gibt alles auf, ändert sein Leben, gibt sein Auto auf, gibt alles auf. Also, das kann nicht wahr sein. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum schaue ich mir sowas an? Ganz einfach, ich habe ein Geschenk bekommen. Und normalerweise, der Titel sagt eigentlich schon alles. 9 Months, also 9 Monate. Es geht um ein Kind, das ist klar, aber dass es so schlecht ist und da spielt der Hugh Grant mit. Ja, was hätte ich denn eigentlich anders erwartet? Ich hätte den Film eigentlich schon von Anfang an packen müssen und einfach in Biomüll, in Plastikmüll, weil CD ist ja auch Plastik. Ich habe den Film dann gestern nicht ganz angeschaut. Ich habe noch 20 Minuten offen gehabt, habe die CD rausgenommen und habe alles in Plastikmüll entsorgt, weil so eine Scheiße will ich nicht mal verschenken. Das ist der Hammer, das kann ich doch niemanden antun. Also, man sollte für sich selber Selbstbewusstsein haben, Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstachtung. Man ist ja immerhin 7 Tage, 24 Stunden mit sich zusammen. Man sollte sich also selber lieben. Da gibt es einen tollen Spruch von Christian Bischoff. Der hat damals gesagt: Wenn du die Liebe deines Lebens suchst, dann schau in den Spiegel, dort steht sie. Und das ist auch wirklich so. Ich bin sehr selbstverliebt, würde ich sagen. Ich habe Selbstvertrauen, ich habe Selbstbewusstsein, ich habe zum Beispiel, mein Körper ist mein Kapital, ich mache viel Training. Ich esse auch gerne, gebe ich zu, aber ich mache sehr viel für mich und Menschen sind mir eigentlich egal. Also klar, heute kommt wieder mein Nachbar, dann kocht man zusammen Tofu und irgendwas. Der ist ja auch vegan, Gott sei Dank. Und ja, aber so Menschenaufläufe zum Beispiel oder mag ich gar nicht. Ich gehe auch nicht auf Konzerte oder gut auf vegane Messe und auf vegane Veranstaltungen gehe ich, aber das war's dann auch. Dieser Film, der zeigt eigentlich, wie klein und minderwertig sich Männer gegenüber Frauen machen müssen in der heutigen Zeit. Männer, lasst euch bitte wieder Eier wachsen, bitte. Steht zu euch. Hat mich der Film jetzt gestört gemacht? Ja, dieser Film hat mich verstört. Ich würde auch niemals sagen, das ist eine Komödie. Ich finde es eher eine Tragödie, was der Mann alles für die Frau macht. Der gibt sich auf. Das würde ich nie für einen Menschen machen. Der gibt sich total auf. Der Mann macht sich total abhängig von der Frau. Der hat
der Hugh Grant hat in dem Film kein Selbstbewusstsein, keine Selbstliebe, keine Selbstachtung, kein Selbstbewusstsein, gar nichts. Der gibt alles auf. Ich wette, ich habe noch nie die Katze gesehen in dem Film, ich wette, dass sie die Katze auch aufgegeben hat, wegen der dummen Frau und ihr dummes Kind. Also muss ich wirklich sagen, also der Film ist wieder sowas von scheiße Männern gegenüber. Und der ist aus dem Jahr 1995, also ich habe gedacht, die wären früher ein bisschen besser gewesen wie in der heutigen Zeit, aber die waren genauso scheiße wie früher wie heute, das ist der Wahnsinn. Natürlich haben die Frauen die gleichen Rechte verdient wie die Männer, Wahlrecht und so, und aber kein Mensch hat es verdient, sich für einen anderen Menschen aufzugeben und total alles umzukrempeln. Und das hat dieser Mann gemacht. Und das ist echt so fremdschämend, und der hat sich total abhängig gemacht. Und das werde ich nie im Leben machen. Nie im Leben. Eins will ich noch sagen. Männer, es gibt Verhütungen für euch. Und nicht nur das Kondom. Ich würde immer an deiner Stelle meine eigenen Kondome dabei haben, weil eine Frau kann auch Löcher reinmachen und so ein Scheiß. Ich würde immer meine eigenen Kondome dabei haben. Dann gibt's das Fasalgel. Da verlinke ich auch noch was unten hin. Dann gibt's den Schalter im Hoden. Da, wo du den Schalter nur wenn du wirklich Kinder haben willst, kannst du den Schalter ummachen, dann kannst du Kind kriegen. Und wenn du den Schalter wieder zurück machst, kannst du keine Kinder mehr kriegen. Und dann gibt's noch die klassische Sterilisation. Die kostet allerdings 500 oder 1000 Euro. Das verlinke ich auch noch unten. Und Männer, habt Eier in der Hose und verhütet. Lässt der Frau nicht die Verhütung alleine. Verhütet selber. Weil eine Frau kann euch so verarschen, zum Beispiel die Pille vergessen oder die Spirale rausnehmen lassen, ohne dass ihr es wisst. Oder zum Beispiel, wie vorhin gesagt, Löcher in die Kondome machen. Nehmt immer eure eigenen Kondome mit. So, das war jetzt mal mein Video zu dem gestörten Film Nine Months. Ich habe den gestern echt weggeschmissen. Ich kann ihn auch nicht mehr sehen. Allein schon das Foto auf dem Cover, das hätte mich schon echt stutzig machen müssen. Aber jetzt ist er im Müll und der bleibt auch im Müll. Gott sei Dank, der kommt nicht wieder raus. Und damit sage ich mal tschüss, hau rein und denk dran, wenn du dich nicht aufhältst, hält dich nicht so niemand auf. Du bist gut, so wie du bist, und ich klavern dich, also klavern dich auch. Ciao, Kakao! Und ist der Daumen oben, dann werde ich dich loben. Und bitte schreib mir deine Meinung zu dem Film Nine Months.